Als Einsteiger in der Fotografie gibt es so einige Hürden, die man meistern muss. Beispielsweise, wenn man noch gar nicht so viel Erfahrung bzw. noch gar nicht so viel Equipment hat, um gewisse Sachen oder gewisse Bereiche in der Fotografie machen zu können. Da ist es natürlich dann besonders hilfreich, wenn man es schafft, durch einige Tricks und Kniffe es hinzukriegen, dass man das fehlende Equipment wieder wettmacht. Daher möchte ich euch heute zeigen, wie ihr es schafft, ein Produkt perfekt auszuleuchten und das, obwohl ihr nur einen Scheinwerfer habt. Das Besondere an diesem Trick ist, es funktioniert sogar mit einem ganz günstigen Scheinwerfer, den ihr auf Amazon für 20, 30, 40 Euro gefunden habt. Wie beispielsweise dieser ganz günstige LED-Scheinwerfer von Yua, der hat mich, glaube ich, auf Amazon 20 oder 30 Euro gekostet, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und den werden wir jetzt auch tatsächlich hernehmen, damit ich euch mal zeigen kann, wie einfach dieser Trick auch ist. Und bevor ich euch jetzt zeige, wie das Ganze denn auch wirklich funktioniert, würde ich euch darum bitten, das Video bis zum Ende anzuschauen, denn es gibt was ganz Tolles zu gewinnen. Einer von euch hat nämlich die Chance, eines meiner 3 Preset-Packs zu gewinnen. Und wie ihr da mitmachen könnt, verrate ich euch am Ende des Videos. Also dranbleiben. No limits, no ceiling, no crown. No pressure, no. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem spannenden und interessanten Video hier auf meinem Kanal. Bevor es jetzt losgeht, schaut doch mal bitte nach, ob ihr den Kanal abonniert habt, denn ich habe festgestellt, dass 96% der Zuschauer meiner Videos den Kanal nicht abonniert haben. Also stoppt das Video, geht runter, drückt auf Abonnieren und am besten drückt ihr auch noch die Glocke, damit ihr auch keines der weiteren Videos, die auf diesem Kanal kommen, verpasst. Vielen Dank! Tatsächlich ist dieser Trick oder diese Technik, die ich euch jetzt zeigen werde, nichts sonderlich Innovatives. Hierbei handelt es sich einfach nur darum, dass wir verschiedene Fotos aufnehmen und diese dann in Photoshop zusammenfügen. Und damit dieser Trick auch funktioniert, braucht ihr auch nichts Besonderes. Es reichen euch einfach 3 Dinge aus. Als erstes brauchen wir natürlich das Produkt, was ihr fotografieren wollt, den Scheinwerfer, den wir hernehmen wollen, um das Produkt auszuleuchten und am besten ein Stativ oder eine stabile Ablage, wo wir die Kamera platzieren können, so dass sie sich am wenigsten oder beziehungsweise eigentlich gar nicht bewegen sollte. Und das ist sehr wichtig, ansonsten tun wir uns wirklich schwer, in Photoshop das Ganze richtig zu maskieren. Im ersten Schritt gehen wir jetzt hin und positionieren erst einmal alles, so wie wir es denn haben wollen. Wir setzen also das Produkt so hin, wie es dann im Bild sein soll und natürlich dann die Kamera, so dass wir sie weiterhin nicht bewegen müssen. Also seht wirklich, dass es stabil ist oder dass ihr die Kamera auf einem Stativ habt. Als nächstes stellen wir die Kamera dann so ein, dass sie von alleine alle paar Sekunden ein Foto macht oder ihr benutzt einfach eine Fernbedienung oder eben eine App auf eurem Handy, wo ihr die Kamera darüber steuern könnt. Jetzt nehmen wir den Scheinwerfer und machen dann immer ein Foto von der jeweiligen Position, auf der sich der Scheinwerfer befindet. Das heißt, das Produkt wird einmal von der linken Seite ausgeleuchtet, dann einmal von der rechten Seite, frontal oder von oben und ihr könnt eventuell sogar das Produkt von hinten ausleuchten bzw. den Hintergrund ausleuchten, falls es nicht genügend Licht abbekommen sollte, wenn ihr das Ganze von vorne ausleuchtet. Es war jetzt sehr oft ausleuchten in einem Satz. Und wenn wir nun die Fotos gemacht haben, übertragen wir die ganzen Bilder auf Lightroom. Und natürlich können wir jetzt hingehen und sagen, wir setzen sie erst einmal in Photoshop zusammen, bevor wir die in Lightroom dann mit unserem Stil bearbeiten. Aber ich persönlich mache das immer davor, damit ich schon vorab weiß, in welche Richtung das Foto denn gehen soll, falls ich dann in Photoshop auf die Idee komme, noch ein paar andere Elemente damit einzufügen, damit ich nicht hin und her switchen muss zwischen Photoshop und Lightroom dann wieder Photoshop und dann wieder hin und her und dann ist dir aufgefallen, dass du noch wieder retuschieren musst, was du am Anfang vergessen hast und deswegen erledige ich das mit Lightroom als erstes, damit das schon mal weg ist und ich den Stil habe und dann in Photoshop wird dann die ganze Retuschier- und Maskierarbeit gemacht. Wunderschön erklärt. Hierbei ist auch zu beachten, dass die Fotos alle den gleichen Stil haben. Das heißt, dass wir keine Licht- oder Farbabweichungen haben zwischen den Fotos. Das fällt nämlich dann im Endergebnis dann auf und das wollen wir ja natürlich nicht. Deswegen schaut ihr am besten, dass ihr entweder überall das gleiche Preset verwendet oder ihr bearbeitet erst einmal ein Foto und kopiert die kompletten Bearbeitungseinstellungen auf die weiteren Bilder. Nachdem wir jetzt nun in Lightroom fertig sind und alle Fotos den gleichen Stil haben, übertragen wir sie auf Photoshop und ich zeige euch jetzt einmal, wie wir das Ganze jetzt dann so machen, dass es ein komplett perfekt ausgeleuchtetes Bild ist. Jetzt haben wir die ganzen Fotos in Photoshop hinzugefügt und übereinander gelagert als Ebenen. Als nächstes gehen wir hin und werden von den einzelnen Belichtungsseiten eine Maske erstellen und sozusagen die Belichtungen auf dem Foto rauf malen, so wie wir es denn haben wollen. Also habe ich jetzt hier einmal das Foto von der rechten Seite und ich erstelle eine Maske und die färbe ich komplett in Schwarz ein, so dass sie verschwindet. Denn wir wollen ja schließlich nur die Belichtung drauf malen.
Ich wähle die zweite Ebene aus und mache genau dasselbe. Somit haben wir nur noch das eine Foto, was jetzt hier mit drin ist, welches von frontal beleuchtet wurde. Ich wähle dann als nächstes die oberste Ebene aus, die in schwarz jetzt gerade ist, und übermale sie mit der weißen Farbe. Dadurch werden wir dann nur die Sachen zeigen, die wir auch wirklich zeigen wollen, also sprich die Belichtungsseite. Und wie ihr an der Seite hier sehen könnt, wird auch nur das dargestellt, was weiß ist. Wir gehen hin und machen dasselbe auf der linken Seite. Und wie ihr hier sehen könnt, erscheint hier schön die Belichtung von dem anderen Bild. Leider habe ich jetzt hier ein bisschen zu weit gemalt, das macht aber nichts. Ich gehe dann einfach von der anderen Seite mit Schwarz drüber, so dass die Belichtung von der Frontalbeleuchtung wieder auftaucht. Und das war's auch schon. Wir können jetzt natürlich hingehen und das Foto so bearbeiten, dass wir noch ein paar andere Effekte mit dazu haben und wie wir es denn wollen. Wir können es retuschieren, wenn ihr zum Beispiel ein Objekt habt, was nicht hundertprozentig sauber geworden ist. Das ist alles jetzt gar kein Problem. Ich kann euch jetzt das Ganze mal zeigen. So sahen nämlich die einzelnen Bilder aus. Und so sieht es dann aus, wenn wir sie überlagert haben und vernünftig maskiert haben. Und das war's auch schon. So einfach ist es, ein Produkt mit nur einem Scheinwerfer auszuleuchten. Ihr müsst lediglich in Photoshop die verschiedenen Bilder zusammensetzen und dann ist das Foto eigentlich auch schon fertig. Bevor wir das Video jetzt beenden, finde ich schon mal super, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt und ihr wollt natürlich jetzt wissen, wie ihr denn eines meiner Preset Packs gewinnen könnt. Dafür müsst ihr lediglich den Kanal abonnieren und unten in die Kommentare schreiben, auf welche Fotos ihr denn die Presets anwenden würdet und allgemein gerne mal, was ihr denn für Fotos so macht und in welche Richtung eure Bilder denn gehen. Und unter einen dieser Kommentare werde ich einen per Zufallsprinzip auswählen und demjenigen eines meiner Preset Packs zuschicken. Das war's jetzt nun von meiner Seite aus. Wenn ihr noch weitere interessante Tutorials und Tipps und Tricks sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal oder schaut euch einfach hier eine meiner Videos an, die ich hier verlinken werde. Und dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao!